So, ich bin jetzt hier mal bei uns auf dem Schulhof um die Ecke. Hier haben wir so ein paar verschiedene Untergründe. Ein bisschen Schotterflächen hier vorne. Wir haben aber auch Asphalt, ziemlich viel Auslauffläche, was ich hier ganz gut finde. Denn der größte Feind der C-Autos ist auf jeden Fall die Bordsteinkante. Müsst ihr mal aufpassen, dass ihr da nichts Schrott macht. Auf jeden Fall, ich packe das gute Stück jetzt aus, schließe es an und werde jetzt erstmal so ein bisschen hier über den Aschen, über den Schotter jagen. Hier haben wir das gute Stück nochmal. Alles noch Standard, der ist noch nie gefahren. Blitzeblank, keine Kratzer unten drunter. Als erstes immer Fernbedienung an. Grün-rot leuchtet. Jetzt können wir den Wagen anmachen. Der Fahrer bindet sich. Ersten Denktest. So, ein erster Nachtrag für die erste Fahrt. Ich habe, glaube ich, einen Stein in Betriebe hinten. Das heißt, das Differential lässt sich noch drehen. Ich habe aber Probleme zwischen Motor und Getriebe. Das heißt, da klemmt es gerade extrem stark. Das kann sein, dass ein kleiner Stein reingekommen ist. Erstmal schade, das werde ich jetzt zu Hause erstmal testen und dann geht es wieder raus. Ich hoffe mal, ich muss nicht schon nach den ersten 3 Minuten die ersten Ersatzteile holen. Und da sind wir wieder drin. Die erste Fahrt hat 3 Minuten gedauert. Auf Schotter, sah geil aus, der Wagen ist ein bisschen dreckig. Und ihr habt es vielleicht in Aufnahmen schon gehört, ich kann es nochmal einspielen, wie er sich zu Anfang anhört und wie er sich nach den ersten paar Metern anhört. Er spielt nicht einmal kurz stecken, ging nicht mehr vor und zurück, da musste ich ihn erst bewegen. Auch jetzt, Reifen blockiert. Also ihr seht schon, ich kann ihn hinten, wenn ich beide Räder in die gleiche Richtung drehe, komplett anheben. Das heißt, Motor ist blockiert und die Zahnräder, die sozusagen das Differential antreiben, weil das Differential geht noch einwandfrei. Die Räder hat einen guten Griff, viel zu viel Power fast schon, um auf Schotter akkurat zu fahren. Der driftet geil, der schießt natürlich den ganzen Staub, die Steine nach hinten weg und wahrscheinlich auch hinten rein. Wie es nach dem ersten Stopp sich angehört hat, als er dann noch gefahren ist, hört er jetzt mal. Es hört sich nicht ganz so gut an. Also ich habe noch nicht so richtig was dabei mir gedacht. Er fuhr ja wieder gut, hat auch richtig Power gegeben auf dem Asphalt auch. Ich bin mit der Kamera nicht hinterhergekommen. Der ist richtig abgegangen wie Schmitzkatze, sage ich mal. Puh, bisschen warm heute. Aber jetzt wollen wir dem Grund mal, dem Fehler auf den Ursprung gehen. Das heißt, wir nehmen hinten mal das Differential auseinander, das Getriebe auseinander, gucken uns an, was da los ist, ob da Steine drin sind. Wir werden sehr schnell sehen, ob da Steine drin sind, ob es Probleme gibt. Und was mir dann jetzt schon gerade aufgefallen ist, Werkzeug ist ja nicht wirklich dabei. Also ich habe von mir einen Schraubenzieher genommen, damit kriege ich die Kreuzschrauben geschlößt. Aber um die Räder abzugeben, fehlt mir was. Das heißt, da müsst ihr euch mehr Werkzeug holen. Zum Beispiel das berühmte Tamiya-Kreuz. Da ist es! Das gute Stück. Damit nehme ich jetzt mal hinten die Räder auseinander und bei dann auch mit dem Werkzeug, was ich sonst noch brauche, den Motor auseinander. Guckt mal einfach zu. Ihr müsst am besten hier auf die andere Seite kommen. Zuerst also wieder Spoiler ab. Hat man ja schon. Und von nach oben abziehen. Jetzt haben wir hier zuerst eine Motorhalterung. Durch den Käfig, durch den Überschlagbügel kann man den gut auf die Seite legen. Jetzt sehen wir hier schon mal den Motor, ein einfacher Brushless-Motor, 540er, da gibt es verschiedene Stärken auch, die mehr Drehung rausholen. Jetzt gucken wir mal hier, zuerst nehmen wir mal das Rad ab. Auch die Muttern gut beiseite legen, gibt keinen Ersatz erstmal hier dafür, den müsst ihr nachkaufen. Dann haben wir den klassischen 6-Kant-Mitnehmer, den man auch von Tamiya kennt. Das heißt, ihr könnt auch die normalen Tamiya-Reifen hier dran setzen. Jetzt kommen wir hier gut an die Schrauben. 2 Stück sind es, um uns das Getriebe mal anzugucken. Einmal links. Und jetzt sehen wir schon das Getriebe. Wir sehen auch hier schon erste Steine drin.
Motor will sich drehen, kann aber noch nicht so richtig. Ein bisschen Kraft von hier. Auf zwei Seiten steckt ein Stein drin. Und jetzt kann ich hier schon wieder her. Und die Zähne sauber machen. Ja, den ersten. Das war's erstmal. Lässt sich wieder drehen. Ups. So. Ich habe mal hier jetzt den Reifenmitnehmer abgenommen. Der sitzt hier auf der Achse drauf. Und dieser kleine Pin, seht ihr den? Der, auch sehr wichtig, nicht verlieren. Auch davon habt ihr keinen Ersatz. Der wird hier durch ein kleines Loch geschoben. Dann kommt der Reifenmitnehmer, hat hinten so eine Einlass drin, den könnt ihr wieder draufstecken. Und jetzt wird die Kraft von der Achse direkt auf das Rad übertragen. Das Zahnradkunststoff, das Zahnradkunststoff. Nicht so optimal für eine lange Lebensdauer. Das heißt, da könnte man vielleicht was austauschen. Die sind meistens eher aus Kunststoff, aber man kommt ja gut rein. Um das Zahnrad hier zu lösen, braucht ihr schon wieder ein extra Werkzeug. Das heißt, mit einem einfachen Schraubenzieher kriegt ihr den Pin hier vielleicht ab. Aber ihr braucht so einen Spalter, so einen Aufheber, eine Zange, die sozusagen umgekehrt arbeitet, um den auch wieder drauf zu spannen. Das heißt, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich baue ihn jetzt wieder zusammen. Ich hoffe mal, wir haben den Fehler gefunden. Hört sich erstmal wieder besser an. Das Zahnrad lässt sich auch drehen. Die ganzen Verunreinigungen habe ich rausgenommen. Ich baue ihn jetzt wieder zusammen und dann geht es wieder raus. Diesmal auf Rasen. Ich hoffe mal, dass wir da keine Steine reinkriegen. Ich muss auch mal gucken, woher diese kleinen Steine gekommen sind. Ah, ich sehe schon, hier sind noch kleine Löcher drin. Vielleicht kann man da Schrauben reinsetzen, damit die zu sind, damit diese kleinen Steine und der Staub nicht unbedingt hier reinkommt. Und dann geht es weiter ab. Schicke Videos, heiße Action. Ich hoffe, der Wagen hält lange durch. Ich habe noch einen zweiten Akku dann dabei. Wird auf jeden Fall schön. Also kommt mit raus. Ich bin wieder draußen. Ein nächster neuer schöner Tag. Es ist ein bisschen kühler, aber immer noch nicht zu kalt. Und ich habe natürlich wieder den Bass dabei. Ihr habt ja gesehen, ich musste ein bisschen Sand aus dem Getriebe rausholen. Kleine Steinchen hatten sich da verkeilt. Die sind durch so zwei kleine Löcher gekommen. Seht ihr die da in der Metallfläche? Da gehören eigentlich Schrauben rein. Und da keine Schrauben drin sind, kommt da Sand rein. Das wollte ich eigentlich Klebeband nehmen, um ganz clever die Dinger abzukleben. Habe ich also vergessen. Also gucken wir erstmal, wie es sich jetzt hier macht. Also ich bin jetzt hier in so einem Stück, irgendwo in Berlin. Schön ruhig, nicht viel los. Rasen, fester Boden, ein bisschen Laub liegt hier noch. Aber ich glaube, hier kann man ganz gut fahren. Und hier hat man auch ein bisschen mehr Strecke, um mal zu gucken, wie schnell das gute Ding auf jeden Fall ist. Also, ich mache den Wagen wieder fertig, schließe alles an und dann geht's los.
ihr habt es gesehen, knapp 25 Minuten später, Fahrspaß pur, die Batterie neigt sich dem Ende zu. Bis jetzt geht es dem Bass von Riddy richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Der hat sau viel Power, also ist schwer, den anzufahren. Das heißt, man muss schon sehr gefühlvoll anfahren, ansonsten dreht er einfach nur durch und da ist wirklich noch kein Tuning dran gemacht. Das heißt, man könnte ja auch da jetzt noch mit einem anderen Fahrtenregler einen Brushless-Motor einbauen, man könnte mit anderen Zahnrädern arbeiten, um dann noch ein bisschen mehr Power rauszuholen. Brauche ich alles nicht, macht schon Spaß. Für unter 14-Jährige, schwer zu sagen, der hat halt richtig Power und wenn man jetzt nicht so viel Fläche hat wie hier, sondern einfach mal derbe gegen den Baum, gegen den Bordstein, gegen eine Laterne knallt, geht das Ding schnell kaputt. Ich habe ihn jetzt nicht springen lassen, da weiß ich nicht, wie es sich da verhält. Vielleicht teste ich das auch später nochmal. Ansonsten erstmal, ich hoffe, euch haben diese Aufnahmen gefallen. Das ist ja schon ziemlich Porno. Ich habe mit einer, falls ihr euch fragt, ich habe mit einer GoPro 5 Season, also GoPro 5 Hero Season gedreht auf dem Wagen. Das ist eine kleine Würfelkamera, die kann ich da mit Gummis und Ähnlichem festmachen. Habt ihr vielleicht auch in ein, zwei Aufnahmen mal gesehen, dass die außen drauf saß. Mir macht der Wagen sehr viel Spaß. Bis jetzt würde ich sagen, die 70 Euro haben sich definitiv gelohnt. Ihr braucht einen zweiten oder einen stärkeren Akku, weil ich habe mit dem anderen das schon mal getestet. Da kommt nicht wirklich viel Fahrspaß raus und das dann mit der Ladezeit, also gar nichts. Holt euch einen anderen Akku, einen vernünftigen, holt euch ein gutes Ladegerät und dann könnt ihr locker 20, 25 Minuten damit fahren, Spaß haben. Habt genug Platz, das ist auf jeden Fall mein Tipp und ansonsten, was kann man noch sagen? Im nächsten Video, was habe ich vor? Ich werde die Karosserie ein bisschen verändern. Das habe ich ja schon mal angeteasert. Das heißt, ich zeige, wie man die entfärbt, entlackt sozusagen, dass man eine blanke Lexan-Karosserie kriegt. Dann werde ich die halt schön lackieren, recht einfach. Und dann halt außen von Stickern arbeiten, dass der nochmal so ein bisschen individueller ist. Ich gucke mir nochmal genau an, was jetzt alles mit dem Wagen passiert ist. Also wie sehen die Verschleißspuren an den Achsen aus, an den Lagern aus. Auch da kann man, glaube ich, Kugellager noch nachrüsten, was auf jeden Fall noch eine gute Sache wäre. Ansonsten, das Ding macht Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Für den Preis super cool, auch um danach auf andere Tamiya-Modelle zum Beispiel aufzubauen. Man kann die ganze Technik benutzen. Ich glaube, die bleibt auch heile. Da passiert jetzt nicht so viel mit. Ansonsten gebraucht. Ich werde versuchen, den am Ende auch nochmal gebraucht zu verkaufen, weil ich habe ja noch einige Wagen. Das heißt, das kommt dann auch mit ins nächste Video. Was kostet der gebraucht? Oder falls ihr genau das Modell haben wollt, könnt ihr den dann auch kriegen. Und jetzt heißt es erstmal für mich, wenn euch die Kress Garage gefallen hat, schaltet wieder ein, abonniert mich, empfehlt mich weiter. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unter das Video. Ich versuche da alles zu kommentieren. Ansonsten, ciao und tschüss, bis bald, euer Kress.